Servus T4-Gemeinde. Viele von euch haben mich gefragt, wie man den Offroad-Grip direkt am Dach befestigen kann. Also hier in diesem Fall an dem T4-Dach. Und dazu braucht ihr eigentlich nichts anderes wie eine Bohrschablone. Die Bohrschablone findet ihr in den Wiki bzw. auch auf der Deltabus-Webseite. Und damit könnt ihr ohne Probleme, Moment, den Offroad-Grip auch ohne die Airline-Schiene befestigen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem kurzen Video. Los geht's! So, bevor ihr jetzt mit dem Ausschneiden beginnt, ihr solltet zuerst kontrollieren, ob das, was der Drucker bei euch ausgespuckt hat, wirklich 1:1 ist. Also beim Ausdruck einstellen, dass der Drucker nichts vergrößert. Und wie ihr hier sehen könnt, Moment, da ist es. Es sind 34 mm, das ist nämlich die Breite von den Schienen, von den Airline-Schienen. Aber da ihr jetzt keine habt, habt ihr keine Orientierung, deshalb diese Bohrschablone. So, ich habe jetzt die A-Säule mal hier eingespannt im Schraubstock, um euch einfach zu zeigen, anhand von dem Dach von dem T4, kann aber auch ein T5, ein T6 sein, beziehungsweise jedes andere Dach, wo ihr den Offroad-Grip befestigen wollt. Nur jetzt mal für alle, die das nochmal nicht gesehen haben, so sieht das aus im Querschnitt. Ja, hier ist der Holm vom Dach. Hier läuft normalerweise dann die Dichtung, eure Türdichtung in diesem Fall. Und so sieht dann die Stelle auch aus, die geklebt bzw. hier geschweißt wird. Und das sind halt drei Bleche übereinander, deswegen ist es auch hier relativ dick. Und das ist auch die richtige Stelle, um etwas zu befestigen. So, wo ihr das jetzt befestigt, findet ihr auch in dem Produkt-Wiki auf wiki.deltagarage.de. Da ist nochmal gezeigt, welche Stellen ihr nutzen könnt, um etwas zu befestigen. Generell ist das hier nicht zugelassen. Das, was ich euch jetzt hier zeige, hier so weit vorne, hier dürft ihr kein Dachgepäckträger montieren bzw. keinen Halter montieren, aber ich will euch einfach nur vom Prinzip her zeigen, wo das bzw. wie man das hier befestigen kann. Also normalerweise gehört er kurz vor die B-Säule, also ungefähr hier an dieser Stelle. Ja. Machen wir erstmal ein bisschen kurz sauber und dann installieren bzw. machen wir die Schablone drauf. Also Silikonentferner benutze ich hier, einfach in so eine Flasche abfüllen. Sprühflasche am besten von irgendein Reiniger oder Desinfektionsmittel. Die Flaschen werden dann nicht angegriffen. Und mal kurz sauber machen. Ihr seht hier, das wird schwierig. Probieren wir vielleicht nochmal ein bisschen mit Bremsenreiniger, ob das was hilft. Weil hier haben sich schon Algen abgesetzt und ist ein bisschen schwieriger. Gut, für unsere Zwecke soll das reichen. Es geht einfach nur, dass das jetzt hier hält. Jetzt nehmt ihr die Schablone, die ihr gebaut habt oder ausgeschnitten habt, positioniert die in der Mitte, also jetzt ungefähr so, klebt sie einfach mit ein Stück Streifen fest. So, das sollte jetzt reichen. Und was ich euch jetzt empfehlen würde, nehmt erstmal einen Viererbohrer, das heißt auf die Mitte ansetzen. Ihr könnt auch gerne vorkörnen, reicht aber auch, wenn man es halt ein bisschen andrückt. Und dann einfach losbohren. Drei. Und jetzt 8,5. Schablone weg. Jetzt seht ihr auch, wie viel Metall hier rauskommt. Und jetzt mit 8,5. Saugen. Dann leicht entgraten.
Und unten auch. So, da solltet ihr nach dem Bohren unbedingt die Löcher versiegeln mit zum Beispiel Interplus 356. Zumindest einen Tag warten oder halt, wenn es warm ist, ein paar Stunden warten, bis es hier angezogen hat, richtig alles, also auch abgelüftet hat. Dann macht ihr Karosseriedichtmasse drauf. Sikaflex 252 AT. Wenn ich mich jetzt geirrt habe, nochmal hier kommt nochmal die richtige Dichtmasse drauf, Karosseriedichtmasse. Hier Karosseriedichtmasse auftragen und dann einfach die Nutbrille mit der Dichtmasse von unten durchstecken, den Offroad-Grip draufstecken, falsch rum, so rum, so, Offroad-Grip drauf, so, da sitzt er, der ist jetzt noch mein letzter Prototyp. Da waren die Löcher unten ein bisschen zu klein noch. Das sind zu genau alles. Und jetzt macht ihr nichts anderes, als dass ihr den Kram jetzt wieder hier verschraubt. Also die Mutter drauf und festziehen. Fertig. Und so habt ihr den Offroad Grip an eurem T4, T5, T6 montiert. Ohne Airline-Schiene, aber dann ist er wirklich bombenfest. Also abreißen tut hier nichts mehr. Der Nachteil ist halt, wenn ihr keine Airline-Schiene haben wollt, ihr müsst den Himmel bzw. die Verkleidung von unten abbauen, um dann da ranzukommen. Der Abstand, den er hier aufträgt, die 3 mm hier, die reichen vollkommen aus, um noch die Verkleidung drauf zu machen. Das Spiel ist nämlich dort immer gegeben. Aber ja, also beim T4 hier geht es relativ easy, das hier alles zu demontieren. Bei der Karavelle wird es vielleicht ein bisschen, also beim Transporter geht es relativ schnell. Bei der Karavelle muss man ein bisschen mehr auseinandernehmen, aber die Verkleidungen nimmt man sowieso meistens von oben nach unten auseinander und da geht's. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Und das ist halt die Antwort, wie ihr einen Offroad-Grip befestigt, ohne Airline-Schiene auf eurem T4. Aber natürlich auch richtig gut messen. Ne? Ja, das war's. Bis zum nächsten Video. Tschö.